Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute möchte ich euch gerne eine weitere Version der Burger Patties vorstellen. Das erste Videorezept verlinke ich euch hier oben in der Infobox. Dort findet ihr auf jeden Fall das Grundrezept, was ihr auch für dieses Rezept brauchen werdet. Und es kommen aber noch ein paar wenige Zutaten mit dazu, die ich euch gleich zeigen werde. Und viel mehr ist es dann auch schon gar nicht für das Video heute. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Zubereiten. Genießt dann das leckere Rezept, die leckeren Burger Patties. Schreibt mir auch gerne dann unter das Video, wie euch das Rezept schmeckt oder geschmeckt hat. Wie vielleicht eure Abwandlungen dann auch noch sind, weil da gibt es ja auch immer noch so ein paar Möglichkeiten, das Ganze immer noch so ein bisschen abzuwandeln, je nachdem, wie man es halt mag. Deswegen wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß beim Ausprobieren und beim Nachmachen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut, ihr Lieben. Für die Burger Patty Variante Nummer 2 benötigt ihr rote Beete. Ich habe jetzt hier ja eine etwas größere Knolle, eine kleine Knolle genommen, die Schale abgemacht. Und dann kommt noch Kümmel mit dazu, etwas gemahlener und dann noch etwas ganzer Kümmel. Das Ganze geben wir jetzt in die Küchenmaschine mit der Grundmasse zusammen und dann wird das Ganze vermengt. Okay, jetzt ist alles hier in der Schüssel. Die Grundmasse könnt ihr hier unten drunter sehen. Und dann noch die zerkleinerte rote Beete. Von der Konsistenz her so ungefähr. Und dann oben noch eine ordentliche Portion Kümmel drauf. Und dann wird das Ganze jetzt verrührt. So, hier ist das Ganze jetzt vermengt. Und falls es zu flüssig sein sollte, wie im ersten Video für die Grundmasse, auch hier einfach dann noch etwas Leinsamen hinzugeben. So, der nächste Schritt ist dann, den Burger Patty zu formen. Und hier ist schon mal einer geformt. Wie ihr den formt, das ist eigentlich egal, ob ihr jetzt dreieckig macht, rechteckig, viereckig oder am besten rund, so wie hier. Das ist euch überlassen. So schaut das fertige Endergebnis dann aus. Hier unten seht ihr den Rote Bete Burger Patty. Und dann habe ich jetzt hier noch ein bisschen ja, Lauch reingemacht, Rucola, aufgeschnittene Tomaten, Gurke, Avocado ist noch ein bisschen hier drin versteckt, Presse ist noch mit drin und ja, Radieschen Microgreen. So esse ich dann immer das Ganze.